Hi zusammen, jetzt gibt es ein spontanes Late-Night-Video von mir, denn wir haben gerade kurz nach Mitternacht und heute geht es um Top- oder Flop-Produkte von Reval de Loop, nämlich die Gesichtspflegelinie. Da hatte ich ja vor fast 2 Monaten einen ziemlich großen Reval de Loop Gesichtspflege-Haul gehabt. Und ja, ich weiß, das Top- und Flop-Video kommt jetzt früher wie angekündigt, aber ich hatte voll Bock drauf, das jetzt zu machen. So, womit beginne ich? Ich hatte ja gekauft diese limitierte Edition von dem Reval de Loop Gesichtswasser. Falls ihr die Marke nicht kennt, die gibt es im Rossmann, ist super günstig und die Sachen sind auch eigentlich für den Preis vor allen Dingen sehr gut. Ja, auf jeden Fall hatte ich mir da gekauft 2 Stück vom Gesichtswasser. Das ist das pflegende Gesichtswasser Orange Mango. Riecht auch total angenehm. Und jetzt zu fragen, ob ich es mir, ob sich der Kauf für mich gelohnt hat. Ich muss leider sagen, eher nicht. Ich weiß, es sieht noch recht unverbraucht aus, aber ich benutze das schon regelmäßig, aber immer abwechselnd mit den 2 Flaschen, je nachdem, was gerade griffbereit ist. Und das Problem, was ich mit diesem Gesichtswasser habe und mit dem anderen Gesichtswasser, was ich davor hatte von Reval de Loop, ist einfach, dass das Hautgefühl danach nicht schön gereinigt und frisch ist. Es fühlt sich bei mir auf der Haut, hinterlässt es so ein klebriges Gefühl. Und auch beim Kontakt mit der Haut, mit dem Wattepad, fühlt es sich so schaumig an und hinterlässt auch so einen leichten Schaum. Dadurch fühlt sich die Haut bei mir nicht optimal gereinigt an und ich finde bei so einem ich persönlich muss das Gefühl nach einem Gesichtswasser haben, dass die Haut richtig porentief ausgesaugt wurde und das habe ich halt mit dem Gesichtswasser leider nicht. Deswegen werde ich es mir wohl nicht nachkaufen und jetzt habe ich 2 davon hier rumfliegen. Naja, hat ja nicht mal 1 Euro gekostet in dieser Rabattaktion, in dem Zuge, wo ich die gekauft hatte. Dann, was ich aber total toll finde und auf jeden Fall nachkaufen werde und euch demnach empfehlen kann, ist das Reval de Loop Hydro, also die Tagescreme von Reval de Loop. Und hier steht noch Hydro drauf. Und die ist für feuchtigkeitsarme Haut. Und was ich halt an der Creme liebe, ist, dass die eine ganz leichte, gelige Textur hat. Vielleicht sieht man das eher so. Ja, und die ist sehr erfrischend und zieht schnell ein, ist aber gleichzeitig auch feuchtigkeitsspendend genug für meine Haut. Jetzt vielleicht nicht etwas für sehr trockene Haut, aber für Mischhaut und für normale Haut auf jeden Fall was. Ich habe so eine Mischhaut übrigens. Und ich kenne auch solche Cremes, so teure Varianten davon, von Bobbi Brown. Da war ich ja auch total begeistert von. Die waren aber dann mit 40, 50 Euro viel zu teuer. Und hier kann man nichts falsch machen. Also falls ihr die Preise nochmal alle hören wollt, ich verlinke euch den Haul in die Infobox. Da hatte ich die Quittung parat und da konnte ich euch die ganzen Preise nennen. Jetzt weiß ich nicht. Aber es hat, glaube ich, nicht mehr als 2 Euro gekostet. Und pflegt halt optimal, erfrischt total, ist super günstig. Und auch noch, ja, hier steht jetzt nichts von Stiftung Warentest, sehr gut. Aber meistens schneiden die Reval de Loop Produkte bei Stiftung Warentest immer sehr gut ab. Und die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil die ist genauso gut wie die super teure Bobbi Brown Creme. Und ja, kostet sehr, sehr, sehr wenig. Kann man sehr gut bei sparen und die Haut ist trotzdem frisch und gepflegt. Also die finde ich, von der bin ich total überzeugt, die wird auf jeden Fall nachgekauft. Das Einzige, was ich ja zu Anfang nicht mochte, ist der Geruch. Daran habe ich mich aber gewöhnt. Also das finde ich dann auch sehr gut. Mit dem Geruch konnte ich mich dann doch noch vertragen. Dann benutze ich auch von Reval de Loop von der Clean and Care Reihe für jeden Hauttypen geeignet die milde Reinigungsmilch. Ich persönlich finde aber so eine Reinigungsmilch ist eher was für trockene Hauttypen, weil man die ja nicht komplett abwäscht, sondern eher mit einem Kosmetiktuch abnimmt, weil die dann noch sehr reichhaltig die Haut pflegt. Und ja, ist halt eine Creme, ne? Ich weiß nicht, ich denke, ihr habt sowas schon mal gesehen. Upp, da kommt auch was raus. Ja, die ist halt, ich hatte auch vorher schon einige Reinigungscremes probiert und die ist halt genauso gut für nicht mal die Hälfte des Preises. Deswegen wird die auch nachgekauft, auch von den Inhaltsstoffen sehr gut, Stiftung, Ökotest sehr gut. Und ich hatte jetzt nicht so bahnbrechende Veränderungen an meiner Haut bemerkt, aber ich benutze es auch erst seit 2 Monaten und
Habe aber auch keine Hautirritationen bemerkt. Das ist ja natürlich auch ein Pluspunkt, ne? Also die werde ich weiterhin benutzen. Aber wie gesagt, denke ich, ist das nichts für fettige Haut. Weiter geht's. Dann habe ich auch gekauft, ja, diesen, auch von der Hydro-Reihe, einen kühlenden Augenkonturen Roll-On-Stick. Und der hatte auch so Späße versprochen, dass es auch halt auch die Augenringe mildert oder angeschwollene Augenlider. Gesundheit! Er hört nichts, weil er Kopfhörer auf hat beim PlayStation-Zocken. ja. Auf jeden Fall sollte es auch irgendwie Augenringe mit der Zeit dann kaschieren und angeschwollene Augenlider auch direkt mindern. Habe ich nichts von gemerkt, ne? Und ich habe das wirklich jeden Tag, also jeden Morgen und auch ab und zu abends drauf gemacht. Also da hat sich innerhalb von 2 Monaten gar nichts getan. Dazu noch vom Pflegegefühl her finde ich diesen Augen-Roll-On-Stick hier mit der Kugel oben drauf nicht reichhaltig genug, finde ich. Weil gerade bei mir unterhalb des Auges, da bin ich sehr empfindlich und das ist auch eine sehr dünne Haut an sich und die braucht bei mir auch ein bisschen dickere, also reichhaltigere Pflege. Und die spendet die auch nicht. Und besonders erfrischend finde ich es auch nicht. Ich hatte jetzt auch andere Augen-Roll-On-Sticks, die um einiges erfrischender waren. Und demnach, ja, werde ich es auf jeden Fall nicht nachkaufen und kann ich nicht empfehlen. Ist natürlich immer so, ne, immer von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich, wie man die Pflegeprodukte bei sich wahrnimmt. Oder wie sie bei einem wirken. Dann, was ich aber toll fand von der vom Pflegegefühl her, sind diese abschwellenden Augenkonturen-Pads. Die sollen halt kühlend wirken und die Augenpartie direkt erfrischen und auch angeschwollene Augenlider direkt mindern. Und das habe ich für mich jetzt als Soforteffekt schon festgestellt. Es fühlt sich halt, das heißt, diese Pads, und ich kann ja einen mal für euch aufmachen, die sind halt mit so einer geligen Textur beschichtet. So habt ihr so verschiedene, also mehrere Tütchen von und dann sehen die so aus. Die obere Seite ist halt so weich und die untere, flop, da habt ihr dieses Gel halt, ne? Und das fühlt sich beim Draufkleben sozusagen direkt sehr erfrischend an. Ist natürlich noch optimaler, wenn ihr die im Kühlschrank aufbewahrt. Also ist auf jeden Fall sehr erfrischend und ich finde danach, also für mich persönlich war es so, wenn ich die abgenommen habe, sahen die Augen auch direkt ein bisschen frischer aus. Also fand ich toll und werde ich auf jeden Fall nachkaufen, auch relativ günstig. So, dann habe ich ausprobiert die Reinigungsmaske, auch super günstig und ja, habe ich noch ein paar Reste von, weil irgendwie schaffe ich es nie, mir das Ganze, den ganzen Inhalt von so einem Päckchen dann aufs ganze Gesicht zu packen. Mein Gesicht ist irgendwie zu klein dafür. Ich nehme immer die Hälfte, aber dann habe ich doppelt so lange was von der Pflege. Ja, ist halt reinigend gegen Mitesser und so weiter, ne? Und die Haut soll halt danach rein und klar wirken oder ja, sein. Und ja, die war ganz gut, aber jetzt nicht so besonders gut, dass ich sagen muss, boah, wow, die werde ich auf jeden Fall nachkaufen und die müsst ihr alle haben. Halt, danach fühlt sich die Haut halt dann schon gut gereinigt an und ja, aber das war's. Es hat jetzt nicht die ganzen Pickel über Nacht weggemacht oder so, irgendwelche Wunder gewirkt, das nicht. Also da hatte ich jetzt schon zum Beispiel von Garnier diese tiefenreinigende Maske, die so, diese Thermomaske, die finde ich da besser. Die hat schon besser gegen Pickelchen gewirkt. Und demnach würde ich die jetzt nicht, habe ich nicht den Drang, die nochmal zu kaufen. Ich würde da eher so mal was anderes ausprobieren. So, und das waren jetzt die Sachen von Rival de Loup, meine kleine Review dazu. Und wie ihr gesehen habt, waren einige Sachen dabei, die mich total überzeugt haben. Einige, wo ich sage, ja, muss ich nicht nochmal haben. Und sagt mir doch, was ihr noch von Rival de Loup empfehlen könnt, weil ich mag die Gesichtspflege. Die Gesichtspflegelinie an sich total, vor allen Dingen vom Preis-Leistungs-Verhältnis und da werde ich mir auf jeden Fall noch was kaufen und wenn ihr mir das empfehlen könnt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, ne? So können wir uns ja gegenseitig helfen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und oder Spaß gemacht und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder, beziehungsweise ihr mich. Oh Mann, das nervt mich total, dass ich es immer wieder sage, aber jetzt habe ich schon wieder gesagt. Naja, ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.